Moin Kinder, also wer das Virtual Race 300 machen will, hier kommt die Anleitung. Ganz wichtig, ihr müsst jede Übung erstmal vollständig absolvieren. Also 300 Wiederholungen von den Kniebeugen, dann von den Dips, dann von den Klimmzügen, dann von den Warboards, dann von den Burpees. Exakt in der Reihenfolge. Okay? Und ihr wisst, jetzt kommt's, jede Übung filmen komplett und uns schicken. Und jetzt gehen wir mit rein. Kniebeuge zuerst die 300, ihr denkt immer dran, wenn ihr es ordentlich machen wollt mit der Ferse unten am besten, wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, dann guckt, dass ihr euch gleich was drunter legt und die nicht immer auf den Zehenspitzen irgendeine Art und Weise machen. Ansonsten Hipsarm noch nie, also wirklich die Hüfte runter, das ist zählt, also Wiederholung zählt quasi nur, wenn wir es auswerten auf dem Video, wenn ihr mit der Hüfte unter den Knien seid. 300 Stück. Okay, dann weiter zu den Dips. Hier sucht euch einen Dipständer oder hier irgend sowas, ein Band ist völlig egal. Hier ist das Entscheidende, in der Ausgangsposition müssen die Arme gestreckt sein, ja? Und hier Schultern kurz unter dem Ellbogen bzw. die Parallele. Und dann wieder hochstrecken. Und dann wieder mindestens parallel, am besten Millimeter drunter. Vorher zählt die Wiederholung nicht. 300 Stück. So, und dann dritte Übung, 300 Klimmzüge. Hier wird das Entscheidende, ihr könnt Schwung holen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, das Entscheidende ist hier. Jeder Arme gestreckt unten, ja, die beiden Dipsbeine durchstrecken und hoch. Kind über die Stange. Ihr müsst nicht bis zur Brust ziehen, Kind muss deutlich über der Stange sein. Und ihr könnt auch gerne Schwung holen. Das heißt, wenn ihr euch einhakt hier, okay, 300 Stück, dann geht es zu den Warboards. So, für die 300 Warboards, Mädels 6 Kilo, Jungs 9 Kilo. Egal wie schwer ihr seid. Und hier das Gleiche. Die Kniebeuge, Hüfte unter die Knie, ja, bis hier runter, das ist quasi Ausgangsposition und dann die Jungs über 3,10 Meter hochwerfen und die Mädels über 2,70 Meter. Macht euch irgendwo eine Markierung. Und es zählt immer nur, wenn der Rohrbohr die Wand berührt, guckt beim Film, dass wir das so einstellen, dass wir es sehen können. Also wenn der quasi hier hoch ist und nicht berührt, dann zählt es nicht. Ihr könnt ihr auch gerne, wenn ihr so fangen und dann erst in die Kniebeuge gehen. Das ist kein Problem. Wichtig ist, eine Wiederholung ist immer aus der tiefen Kniebeuge berühren. Das ist Nummer 1. Ihr könnt ihr auch jedes Mal fallen lassen. Auch kein Ding, ja? Also, das wäre eine Wiederholung. Das wäre auch eine. Das wäre auch eine. Das hier ist keine. Das ist auch keine. 300 Stück zum Abschluss. Burpees. Kennen wir schon, 300, kein Ding. Wieder Hände, Fuß nach aufsetzen, abhocken und hinlegen. Hier kurz signalisieren mit dem Bein noch, dass ihr unten seid. Wieder hoch, anhocken. Fingerchen, also Hände über den Kopf. Und unten abheben, ja, ganz wichtig. Wenn ihr auf den Knien seid, ist auch kein Problem. Aber hier ist halt Signal, ich bin unten, mit dem Handbein hoch, aufstehen, an. Und das ist der Abschluss. Und dann, wenn ihr das hier hochkommt, bis gleich, ciao.